darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Drittliga-Heimspiel unserer Altstadt gegen den MSV Duisburg. Entstand 0:4. Bei mir die beiden Trainer, unser Coach Tommy Kleine und der Gästetrainer Thorsten Ziegner. Thorsten, erstmal Glückwunsch zum Sieg und ich darf dich um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Hälfte haben wir ein zügiges Tor gemacht, wo ich eben auch so ein bisschen geglaubt habe, dass das uns Ruhe und Sicherheit in unser Spiel gibt. Und es war aber leider nicht der Fall. Wir waren in der ersten Hälfte in beide Richtungen, sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im Spiel mit Ball, meines Erachtens nach viel zu nachlässig. Ja, also in der Zweikampfführung enge Räume den Gegner nur anzubieten, unterschiedliche Laufwege mitgehen, das war nicht gut. Dort hatten wir sicher in der einen oder anderen Situation auch das Glück, dass Bayreuth eben nicht konsequent zu Ende gespielt hat, und im eigenen Ballbesitz hatten wir die ein oder andere gute Situation, um umzuschalten, die wir immer wieder selbst zerstört haben durch schlechte Ballannahmen, durch schlechte Pässe in die Tiefe, die dann eben auch nicht zu Chancen geführt haben. Und so war es in der ersten Hälfte immer so ein ganz schmaler Grat, dass wir auch diese Führung in die Halbzeitpause bekommen. Das haben wir in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht, auch mit so ein paar Vorgaben in der Halbzeit nochmal, was wir besser machen müssen und wollen. Und uns haben natürlich auch unsere beiden Wechsel mit Marvin Bakalorz und Kasper Jander total gut getan. Und die zweite Hälfte war dann insgesamt in Ordnung. Ja, dort haben wir eben die Situation genutzt, dass wir in Führung waren, haben die Situation genutzt, dass uns der Gegner Räume geben musste, um möglicherweise nochmal ins Spiel zurückzukommen. Und schlussendlich bin ich der Meinung, dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Tommy, wie hast du das Spiel gesehen? Wie ist dein Kommentar zum Spiel? Ja, Thorsten, erstmal Glückwunsch für dich und deine Truppe zum Sieg. Ja, schon viel gesagt. Ich glaube, erste Halbzeit, wenn man natürlich schnell wieder dem Rückstand hinterherläuft, haben wir uns das nicht so vorgenommen, hatten dann trotzdem sehr viel vom Spiel in der ersten Halbzeit und haben es einfach nicht geschafft, selber ein Tor zu machen. Ich glaube, das war zwei, drei richtig gute Situationen machen, wo wir einfach mehr raus machen müssen, auch einen Standard noch, wo wir frei zum Kopfball kommen. Die Chancen haben wir einfach nicht genutzt und gehen so mit einem 0:1 in die Halbzeit. Und ja, zur zweiten Halbzeit hat man es einfach gesehen, dass der MSV Duisburg es richtig abgezockt gespielt hat, die Räume. Ja, wir wussten immer, dass wenn Räume da sind, wir wollten nicht sofort aufmachen, wollten eine gute Restverteidigung haben, weil das haben wir auf weite Strecken dann in der zweiten Halbzeit leider nicht so hinbekommen. Haben dann selber immer wieder Fehler gemacht und haben den Duisburger dann, den MSV, eingeladen, um in gute Kontersituationen zu kommen. Und das haben sie einfach gerade mit dem Bakalorz, der dann reingekommen ist, richtig abgezockt, zu Ende gespielt. Und wie du gesagt hast, dementsprechend ein verdienter Sieg für den MSV Duisburg heute. Danke. Vielen Dank, Tommy. Haben wir Fragen aus der Runde? Fangen wir da an. Ja, Dirk Retzel auf NRZ Duisburg. Schönen guten Tag. Thorsten Ziegner, war es das mit dem Klassenerhalt jetzt? Ja, zu 99,9% würde ich sagen. Nein, es ist schon rechnerisch noch möglich, aber es sind einige Mannschaften zwischen uns und der Abstiegszone. Es sind noch 4 Spiele und wir sind 11 Punkte vorn. Es sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn es da noch irgendwas gäbe. Unabhängig davon sind wir gewillt, bis zum Ende eben noch nicht nur einen Punkt zu holen oder zwei Punkte zu holen, sondern mehr Spiele noch zu gewinnen. Wir werden jetzt nur aufgrund dessen, dass wir heute gewonnen haben und den Abstand heute zumindest, wir wissen nicht, wie Oldenburg morgen spielt, aber den Abstand heute zumindest ausbauen konnten, werden wir jetzt nicht aufhören oder nachlässig werden. Wir werden bis zum Ende sauber durchtrainieren, wir werden bis zum Ende die bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken, um Spiele zu gewinnen, und dann werden wir sehen, dass wir noch so viele wie möglich Punkte holen. Sebastian May ist heute ausgefallen. Wie sieht es da aus? Ist das ernsterer Natur? Ja, vermutlich schon. Wir werden die nächsten 2 Tage dafür noch brauchen, um eine endgültige Diagnose zu kriegen. Aber es ist davon auszugehen, dass er ein paar Spiele ausfällt. Jetzt noch zum Schluss. Diese Woche kam jetzt Nachricht vom DFB Lizenz. Der MSV Duisburg muss eine Lücke schließen. Und es könnte sich mit der Kaderplanung etwas hinziehen, wie der Sportchef sagt. Was löst das aus? Sicherlich gibt es ja Vorstellungen für die Mannschaft der nächsten Saison. Ja, wir sind da trotzdem entspannt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit den Knien schlackern. Ja, also wir wussten um diese Thematik und ich bin der Meinung, dass die Geschäftsführung das erledigen wird. Und dann werden wir nächstes Jahr trotzdem Spieler dazukriegen, die uns helfen werden. Stefan Wolfrum. Ja,
Tommy, der Klassenerhalt ist auch mein Thema. Rechnerisch ist immer noch alles drin. Aber sag mal, was stimmt dich denn zuversichtlich außer dieser rechnerischen Möglichkeit? Also die Leistung heute kann es ja nicht gewesen sein. Ja, ich glaube, wenn man mich kennt als Trainer und weiß man, dass ich ein Typ bin, der nie aufgibt und das natürlich auch wir als Trainerteam und die Mannschaft so weitergeben. Und ja, wir wissen, dass die Situation schwer ist und wir müssen uns jetzt auch nicht mehr viel vormachen, dass nur noch Siege helfen. Aber wir sind Sportler und wir wollen gewinnen. Und das ist einfach das, was wir hier für den Verein und für alle reinschmeißen müssen. Und so werden wir die Woche auch angehen. Dass es jetzt nach einer 0-4-Niederlage nicht einfach ist, hier zu sitzen und zu sagen, wir schaffen das noch, wir gewinnen viermal, das ist auch ganz klar. Aber wir müssen den Glauben vermitteln und auch die Stärke auf den Platz bringen, um das auch wieder umzusetzen. Weil wir jetzt mit Elversberg natürlich ein Auswärtsspiel haben, wo jeder rechnet, dass wir da keine Chance haben. Aber ich weiß, was die Mannschaft über weite Strecken in der Saison immer wieder reingeschmissen hat. Dass wir immer wieder auch Situationen haben, wo wir zurückgekommen sind. Und deshalb fahren wir nach Elversberg, auch wenn es jetzt schwer scheint. Aber wir fahren dahin und das werden wir der Mannschaft auch so rüberbringen und so arbeiten diese Woche, dass wir da eine realistische Chance haben zu gewinnen. Und das ist das Nächste. Dann haben wir noch vier Spiele. Wir fangen an mit dem Elversberg-Spiel. Wir wollen weiter punkten. Das haben wir in den letzten vier Spielen leider nicht geschafft, haben aber schon oft genug gezeigt, dass wir zurückschlagen können. Und diesen Glauben und diese Kampfbereitschaft, die werden wir immer wieder reinschmeißen. Weitere Fragen? Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch natürlich einen guten Nachhauseweg und noch eine gute Saison. Und Tommy, viel Erfolg nächste Woche in Elversberg. Vielen Dank.